Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu The Legacy of the Duelist von Yu-Gi-Oh! Die Reifeprüfung steht an. Ja, schauen wir mal rein. Wieder einmal, wie sich Zane Truste mit der höchsten Punktzahl unter den Duellanten in der Duellakademie. Mit dem Spitzenplatz hat er das Recht, seines Gegners für sein Abschlussduell zu wählen. Herzlichen Glückwunsch, Zane. Du hast es wieder getan. Du hast die höchste Punktzahl in der Schule bekommen und du weißt, was das bedeutet. Du gewinnst die Ehre, die Headliner in der Duellakademie angesehene Schulabschlussspiel zu sein. Warum? Danke. Und Tradition schreibt vor, dass du jeden, den du willst, als dein Gegner wählen kannst. Also, wer wird es sein, Zane? Wenn werde ich duellieren, der einzige Würdige, es ist Zeit, Jane seinen Rückkampf zu geben. Es war bald Zeit für ein Schulabschlussspiel. Jane sieht ernst aus, du musst es erstmal sein. Ich frage mich, ob er nervös ist. Er sollte es sein. In Ordnung, Zane, soll der bessere Land gewinnen. Genug unterhalten, lass uns es tun. Oh ja, Zane, sein stärkstes Deck. Schauen wir mal, wie wir gegen seine Cyberdrachen was anrichten können. Nein. Wenn er gut zieht, habe ich ein Problem. Ein Mega-Problem. Ach man, das ist so uncool. Okay, ich bin am Zuge. Aktiviere diese Karte, indem du ein Monster von Tippkrieger wählst, das du kontrollierst. Es hält 1000 HP. Monster, die durch den Kampf mit ihm zerstört werden, werden auf die Hand zurückgewehren, statt auf den Friedhof gelegt zu werden. Und wenn dieses Monster das Spielfeld verlässt, zerstöre diese Karte. Was? Okay. Das ist praktisch. Aber ob es hilfreich ist? Probieren wir es aus. Keine andere Wahl. Du bist dran. Komm. Nein. Cyber Phoenix. Okay. Gleich für Angriff ich. Okay. Er macht nichts. Nein. Ist die Frage, kriege ich Angriff auf diese Karte, indem du ein Monster von Tippkrieger wählst, das du kontrollierst, erhält ein Tag. Ich mach das einfach. Zack. Ja, dann habt ihr wenigstens 2-2 Angriff. So, und lege ein beliebiges Anzahl an Zauber und Fallen, die du konzentriert auf dem Friedhof. Du hast 1000 Health Points für jede Zauberkarte, die du aktivierst. Oh Mann, das wird... Nein, das will ich gar nicht machen. Battle-Phase. Nein. Angriff. Spiegelkraft, oder? Nein. Die Hand. Und direkt. Gut. Du bist dran. So. Oh Mann. Das ist gemein. Ah, Cyberdrache, das ist nicht so schön. Nein, mein Alien. Blöd. Blöd. Toll, ich leg ihn hin. Muss er nachher opfern. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Battlephase? Nein, immer noch nicht. Boah. Zack. Auf die Hand bitte. Gut, du bist dran. Aber wenn er jetzt Polymerisation oder so zieht. Oh, er opfert wirklich. Okay, Cyberdrache kommt. Er macht halt McClayman jetzt kaputt. Nein! Scheiße. Erstmal das. Avian, zurück auf die Hand. Nein. Polymerisation. Nein. Flammflügelmann. Oh, das hätte... Oh, scheiße. Hat so keinen Sinn. Na, egal. Fusion. Angriffsmodus. So, wenn ein offenes Monster schwer mischte, gewählte Ziele in extra Deck, dann falls die Monster von einem Freund wurde, in deine Friedhof liegen, kannst du das ver... Problem ist, ich habe jetzt gleich viel Angriff wie er. Das ist nicht so schön. Ich hätte es danach erst machen sollen. Das
wäre sinnvoller gewesen. Oh fuck. Oh fuck. Diese Karte ist aber schon mal bei Cypher gerade auf dem Fall. Oh, das ist natürlich praktisch, was ich jetzt gezogen habe. Setzen. Das setze ich auch. Wenn dieser falls dein Gegner ein Monster kontrolliert und dann kein Monster kontrolliert, du kannst dir gerade am Friedhof kommen, aber Monster schon. Battlephase, dann kann ich ja. Nein. Ihn hier angreifen, hä? Zack! Und der Effekt noch. Oh, scheiße. Nein! Ah, nur Effekt ist weg. Das habe ich schon gedacht. Du bist dran. Das ist ein Krieger, oder? Ja, er ist ein Krieger. Boah, Gott sei Dank. Oder mehr als aber nein. Was? Nein, 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 der Pulli. Nein, nein. Zug los. Oder? Hat er? Nein, immer noch nicht. Mach's noch nicht. Oh, jetzt aber. Jetzt wäre ganz gut. Ja, Effekt aktivieren. Kampf machen, Wut. Effekt. Tja, mein Freund. Ich krieg 1000. Du nur 700. Nein. Dein Ernst. Dein Ernst. Alter. Du Drecksau. Du kleine Drecksau. Oh ja, jetzt. Seid ihr mit halt welthart. Jetzt gehen wir jetzt so auf den Sack. Ich muss die hier wegmachen. Meine Güte. Wunderfusion. Ja, ich nehme ihn hier wieder. Ja, und ihn. Zack. Zack. Ich komm wieder zurück. Tja, scheiße was. Flammenflügelmann. Er ist wieder da. Angriffsmodus. Zack. Aber er hat noch einen Cyberdrachen auf der Hand. Das ist scheiße. Boom. Effekt. Zack. Nein. Effekt ist weg. Egal. Ich krieg aber eine Karte. Gar nicht so schlecht. Gut. Und du bist dran. Cyberdrache. Oh nein. Ja, das interessiert mich nicht. Hat keinen Cyberdrachen mehr auf der Hand gehabt, hä? Das ist blöd, mein Freund. Das ist schön. Ich kann natürlich jetzt auf Risiko gehen. Aber das will ich nicht. Ihn hier weg. Zack. Und Effekt. Pam. Und du bist dran. Und? Machst nichts mehr. Okay. Ich bin dran. Zack, Verstärkung der Armee. Sparkman. Nochmal einer. Ich mach einfach nur die Verteidigung angreifen, was er da hat. Es reicht schon. Zack, Effekt. Schaden. Gut, mein Freund. Nächste Runde. Bist du KO, wenn du jetzt nichts mehr hast. Natürlich. Natürlich. Natürlich hat er sowas. So, das macht nur einen. Wenn ein Monster deinen Gegner angreift, wähle das Angriff der Monster, alle den Angriff. Und falls du dies tust, hältst du live und sie werden aktiviert. Okay. Effekt aktivieren! Nein, nein. Der zweite kann von mir aus aufgehen. So. Mit einem Problem sein. Okay. Scheiße, das ist natürlich wieder typisch. Füge deine Hand hier zu. Ja, ich habe keine Polymerisation mehr. Ja, natürlich. Er hat wieder so ein Glück, dass er sowas gezogen hat. Pulli. Das müsste ich noch ein Monster. Ich behalte jetzt erstmal Sparkman auf der Hand, sonst bringt das nichts. Bringt es nichts. Natürlich zieht er jetzt Monster.
schlecht aus. Das gewinnt er noch mit 600 Lebenspunkten oder was? So, die Karte kommt drauf an. Gott sei Dank. Ist ein Krieger? Ist ein Krieger. Gut. Du bist dran. Du ziehst. Okay. Nein. Battlephase, nein. Ja. Aktivieren. Bam. Ihn hier. Da bist du tot. Ja. Aussehen, du bist wirklich toll. Ich werde dich vermissen. Und ich dich, Jane. Das ist, warum ich dich der Fackel weitergebe. Sobald ich gehe, wirst du der Top-Schüler an der Schule sein. Trotz deiner Noten oder deinem Rang wirst du der Beste sein. Also mach mich stolz. Die Feinkarte hat mir so den Arsch gerettet. Tja, kann man nichts machen. Neue Helden. Schauen wir mal rein. Sobald das Sommer vorbei war, war es Beginn der zweiten Jahres von Jane in der Duellakademie mit einer großen Veränderung. Kanzler Shepard wurde weggerufen aus unbekannten Gründen, als wurde der Dr. Crawler der amtierende Kanzler. Dr. Crawler erste Aufgabe war es, für die Ankunft seines am meisten erwarteten neuen Schülers zu warten. Esther Phoenix. Dies ist nicht nur der Superstar-Top-Duellant in der ganzen Welt, er ist im Erstsemester an unserer Schule eingetroffen. Mit einer berühmten Persönlichkeit unter meiner Anleitung werde ich berühmt sein, weiterhin kennt jeder auf der Erste Esther Phoenix. Dr. Crawler wusste nicht, dass Esther bereits auf der Insel viel früher angekommen war, als der blieb Crawler warten auf den Docks. Das macht keinen Sinn, er ist einfach nicht gekommen. Nachdem sich Esther heimlich um einige Dinge auf der Insel gekümmert hatte, kehrte in der Großstadt zurück, um fortzufahren mit dem professionellen Duellieren. Esther bereitet sich für das Duell mit dem heißesten Pro-Duellanten in der Bezirk vor, Saint Trustel. Vor dem Duell traf sich Esther mit seinem Agenten Satus Kummer. Was ist los? Ich wünschte, dass du weniger Zeit mit deinem jugendlichen Spielen verbracht hättest und mehr Zeit damit für den Duell vorzubereiten. Du befindest dich vor einer größten Herausforderung in einem Leben. Bitte, du weißt, ich werde gewinnen. Ja, die Karten sagen einen Sieg vorher, Allerdings ist Zane nur ein Schritt in Richtung deiner wahren Bestimmung. Irgendeine Chance, du sagst mir, was mein Schicksal sein könnte? Nein, aber du warst es rechtzeitig herausfinden, aber das dahin musst du sein volles Vertrauen in mich setzen. Nachdem dein Kampf mit Zane, wirst du dir zur Duell-Akademie zurückgehen, wo du Jane Yugi zum Duell forderst. Aber zuerst, die Öffentlichkeit wartet auf dich. Ja, ich habe eine große Nacht vor mir. Nachdem Esther Zane besiegte, kündigte er seinen nächsten Gegner an, Jane Yugi. Zurück in Duell-Akademie, Jane und Esther konfrontierten sich. In Ordnung, Zeit, um einen kranken Watte zu lockern, die Ärmel hochzukrempeln und dich spielbereit zu machen. Bitte, ich werde nicht einmal ins Schwitzen kommen, du wirst untergehen, Kumpel. Nun, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, lass es uns tun. Okay. Esther Phoenix ist jetzt da. Der komische Duellant. Ja. Du spielst als erstes, Jaden. Dann hau rein. Wow. Duell. Ziehen wir. Ich spiele mit Esther. Genau, er spielt genau das gleiche Deck. Da war ja was. Oder fast das gleiche Deck. Da war ja was. Boah, genau, was der auf Karten gezogen hat. Genau. Deinen Ernst. Genau. Übertreib. Ich bin dran. Schicksalsheld Deadmaster. Falls die Karte durch Gefängnisurturm als Spezialbeschwörung beschworen wird, zerstöre alle Monster, die auskondiert aus offene Schicksalsheld-Monster. Dann kannst du bis zu zwei Schicksalsheld-Monster aus dem Spielplan von deinem Friedhof beschwören. Während der Spielzug, in dem sie Karte als Beschwörung beschworen wurde, können Schicksalsheld-Monster, die du konzentrierst, nicht zerstört werden und der Herzkampfschaden. What the fuck? Okay, elegante Wohltäterin. Wenn ein Schicksalsheld-Monster einen Angriff von der Ziel verwehren. Ja, ich habe Schicksalshelden, stimmt. Ich brauche den hier eigentlich erstmal gar nicht. Oh, Avian habe ich zwei und Schicksalsheld schmeiß ich weg. So, Verstärkung für die Armee. Schicksalsheld. Einfach pro Spiel, wenn ein Sampler kannst du einen Schicksalsmonster in deinem Friedhof selbst setzen. Oh, die Schicksalshelden waren so voll. Ich weiß nicht, nimm ihn hier. Tja, zack, 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 zack. Nochmal Verstärkung für die Armee. Wenn diese Karte als Mauerbeschwörung beschworen wird, lege eine Unzählmark auf Gefängnisturm. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört werde, gelegt wird, kannst du einen Zauber fangen, wenn du im Konsens für das gewählte Ziel. Okay. Wenn du das Gegner von Helfer an das gewählte Ziel, du kannst in den Spieler in dem Bild dieser Karte erklären. Du musst die Karten ja noch angefangen, um dieses Effekt zu aktivieren. Aber wenn das verbannte Mal zerkehrt werden, dann ist die Phase wieder zurück. Keine Ahnung,
Ich habe noch die Karte leider nicht. Ja, das ist blöd, das ist blöd. Der letzte war der Kampf zerstört wurde, falls die Karte. Ja. Nehme ich ihn hier. Zack. Und fang klein an mit ihn hier. Oh Mann, hey. Schicksalshelden. Das wird wieder so ein Kampf. Aha. Du ziehst. Wildheart. Oh, Wunderfusion. Oh nein. 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 Shit happens. Shit happens. Effekt. Ein Sparkman. Nein. Autsch. Kann er sonst noch was? Tja, diesen Gerät immer selber schauen, dafür nehmen wir seine Spielzeit zurück. Okay. Hallo Spielzeug, du kannst ein anderes Monster als Rubin anbieten. Diese Karte erhält bis zum Ende, falls die Karte bei der Verteidigung von 0 einmal, wenn du es brauchst. Bringt mir nichts. Gut. Super. Ich kann mal viel empfehlen, seit ihr eins. Super. Echter Hammer. Das gibt's doch nicht. Ja, noch mehr Sparkmans. Geil. Oh, fuck. Das ist doch blöd. Warum bist du? Wieso? Kann nicht durch den Kampf zerstört werden. Wow. Das gewusst. Den hier. Endphase. Wenn deine Endphase kann, ein Stück halb Monster in deinem Friedhof. Oh Mann, ja. Opfern und Bledage. Ja. Yep. Please, D-Schild. Nein. Ich krieg trotzdem Schaden. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Zack, Gefängnisuhrturm. Wenn auf diese Karte sagen 4 oder mehr Uhrzeit machen, auf diese Karte legen, hältst du keine Kampfschau, wenn diese Karte mit 4 oder mehr. Gegner durchschlagen, Kampfschaden. Ja, super. Fertig mit der Spaßi. Kannst du ein anderes Monster zu beschweren, falls die Karte angreift. Leider war Phase. Okay, das war's. Das war's leider. Na, leider. Ich krieg ja trotzdem Kampfschaden, das ist das Problem. Ja. Zack. Und das war's. Nein, die blöden Schicksalshelden. Wow, ich hätte die Karte früher ziehen müssen. Zack. Tja. Kann man nichts machen. Naja gut, meine Freunde, dann werden wir im nächsten Part das Duell nochmal wiederholen und schauen, dass unser Schicksalshelden die normalen Helden besiegen. Dann lasst einen Daumen, Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao!